Servus, Salve und Hallo. Diesen kleinen Clip, den ich jetzt hier mache, die erste Minute, den werde ich jedem Film voranstellen, weil ich weiß, dass manche Leute schauen sich nicht Adidas an, sondern kommen erst ab Aeon hinzu. Und ich will, dass jeder das Gleiche hört dessen, was ich jetzt hier gleich machen werde, dass ihr meine Grundregeln da versteht. Also nicht, dass ihr euch wundert, den werde ich jedes Mal davor packen, weil ich keine Lust habe, den jedes Mal neu zu machen. Hier geht es um die Analysen von Einzelwerten. Es geht hier um kurz-, mittel- und langfristig. Das heißt, ich gehe über den Monat, in die Woche, in den Tag, aber nicht tiefer. Ich nenne euch Marken, die ich für wichtig halte, und ich nenne auch K.O.-Zertifikate dazu. Angenommene Aktie kommt jetzt erst in 3 oder 4 Wochen an einen von diesen neuralgischen Punkten, von diesen Make-or-Break-Lines. Da müsst ihr unbedingt die Basis der K.O.-Scheine überprüfen, weil sie sich bis dahin verändert hat. Ansonsten, weil ich immer wieder gefragt werde, was sind das für Chartsysteme und so weiter. Unter dem YouTube-Film habe ich einen Link immer noch zu den Trading Brothers bis Ende Januar, einen zu TraderFox und einen zu Scalable. Wenn da einer draufklickt, das sind Affiliate-Links, da bekomme ich auch einen Schnitzel dafür, nur dass ihr das wisst. Aber bevor ich diese Frage 5-mal beantworte, ist der TraderFox hier und mein Konto ist bei Scalable, also eins der Konten ist bei Scalable, nur dass ihr das wisst. So, und damit fange ich jetzt an und wünsche euch viel Spaß dabei. Und weiter geht's mit E.ON und RWE. Fangen wir mal mit den E.ON an. Die Termine sind, die wichtigeren Termine sind am 13.03. mit dem Jahresabschluss und die Dividende, sprich Hauptversammlung, ist am 16.05. Wichtigeres gibt es jetzt momentan nicht. Von den Analysen habe ich nur eine gefunden von der UBS, die sieht sie bei 14, Kurs ist im Moment bei 12,30. Ich habe die eher, nenne ich immer Sleeping Beauty. Das ist, ich möchte nicht sagen, sicheres Investment, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die nochmal hier runtergehen auf die 7,5, halte ich eigentlich für nicht gegeben. Die sind bei mir eher 15, als dass sie auf die 9 gehen, sagen wir es mal so rum. Ich mag die, wenn gleich bisher im Dezember hier so eine Art Shootingstar ist. Aber wir sind von der Technik, wenn gleich etwas hoch, immer noch in Ordnung auf Monatssicht und auch hier kommt die gut rein. Das war eine schöne Bewegung hier vom 3.10.22, da hoch von den 7,5 auf die 12,5. War eine schöne Bewegung. Also auf Monatssicht finde ich sie noch okay, bis auf den Shootingstar, das muss man sich mal ein bisschen anschauen. Auf Wochensicht werden sie weicher, das sieht man auch hier. Ich mache es mal größer. Das Histogramm wird kleiner, muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe hier eine ganz gute Unterstützung im Bereich 11,5, aber ich werde auch gleichzeitig ein bisschen weiter über die Stochastik. Also ich kann mir vorstellen, dass sie diese lange Seitwärtsbewegung, die wir haben vom 2.1.23, das ganze Jahr über, hier von den, nehmen wir es mal ab hier runter, von den 9,50 hoch bis zu 12,80, dass wir weiter erstmal in der bleiben, also auf längere Sicht. Auf Tagessicht haben die eins gemacht, was ich die ganze Zeit jetzt zu den DAX auch mal erwarte. Sie haben korrigiert auf die 20-Tage-Linie. Diese ganze Bewegung hier, die hier kam, die haben sie komplett abgebaut, liegen an der 20-Tage-Linie, damit vom Chart her völlig neutral. Aber in der Zwischenzeit hat sich die Technik hier heftig abgebaut. Da wir uns hier noch in so einem kleinen Downtrend befinden über den Trendfolger, möchte ich erstmal warten, bis das hier wirklich wieder hochgeht, über die 20 geht, bevor ich da irgendwie was reinkaufe. Und dieses Reinkaufen würde ich dann machen mit so einem Schein hier. Das ist 9,84er, da sind wir also hier unten. Ich glaube nicht, dass dieses letzte Zwischentief hier irgendwie überboten wird. Ich kann mir wohl aber ein Abgleiten bis zur 11,50 auf Sicht von 2-3 Monaten nochmal vorstellen. Aber wenn die auch hier dieses Zwischenhoch hier rausnehmen bei 12,80, ist der Chart frei nochmal für rund 80 Cent. Aber im Moment, heute und jetzt, glaube ich auch hier nicht, dass sie mir wegrennen. Es wäre ideal, wenn Sie das nochmal sehen würden, hier eine 11,5. Ab dann möchte ich den eben genannten Call hier kaufen, so 9,84er. Ich habe einen Put reingelegt, der liegt über der 14, oder über der 14 bei 14,48 im Moment. Das ist für den Fall, dass Sie unter der 20-Tage-Linie schließen, weil ich dann davon ausgehe oder verstärkt davon ausgehe, dass wir diesen Bereich nochmal sehen. Aber ein nennenswerter Short ist die E.ON meines Erachtens nach überhaupt nicht. Genauso wenig wie die RWE, die jetzt kommen. Ich mag die, aber es ist halt nicht so quirlig, sagen wir es mal so. Die RWE ist da quirliger.
Das ist der Tageschart. Gehen wir erstmal hier in den Monatschart rein. Ja, das ist die RWE. Ich habe jetzt hier so ein paar größere Punkte hier mal reingelegt. Das werden wir gleich auf Wochen- und Tageschart nochmal sehen. Sind von der Technik her, sehen die besser aus als die E.ON. Das gefällt mir ganz gut. Was habe ich jetzt? Mache ich erstmal die Zahlen wieder, beziehungsweise die Termine. Bei den RWE ist am 14.03. der Jahresabschluss und am 3.05., also ein bisschen vor der E.ON, die Hauptversammlung. Die haben sich Windkraftanlagen oder so einen Windkraftpark von Vattenfall gekauft. Sie sind dabei. Und JP Morgan hat sie hochgenommen auf 59,70. Kurs aktuell um die 40. JP Morgan ist da recht positiv. Also auf Monatssicht her sind die absolut in Ordnung, sowohl über Stochastic als auch über das MACD. Und vom Chart her über der 20-Monatslinie ist auch gut. Wochensicht. Da sind sie ein bisschen höher, werden allerdings noch nicht weich hier über das Histogramm. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Die E.ON hatten bisher im Dezember einen Shootingstar, das haben die noch nicht hier. Die sehen in Ordnung aus. Und hier gibt es auch eine kleine Linie, auf die gehe ich gleich nochmal ein. Also auf Wochensicht noch in Ordnung, zumindest mit keinem prägnanten Verkaufssignal, sagen wir es mal so. Die Tagessicht, die haben sie also wirklich... Moment, muss das hier mal ein bisschen ranholen. So, das ist eine heftige Bewegung. Das hier war am 6.10.23, das sind 30%. Das heißt, die RWE, die sind einfach quirliger, die stehen mehr im Auge der Betrachter, der Händler, der Investoren als die E.ON. Hier sieht man die Unterstützung, die ich hatte, die ich eingezeichnet habe, kommend hier von dem letzten Zwischentief. Da sind wir bei 37,80. Auch hier, genau wie die E.ON, auf die 20-Tage-Linie aufgesetzt und dann am, was war das? War das jetzt der Freitag? Ja, ich glaube der Freitag, ne? Haben sie dann ein bisschen hochgezogen. Gelten ebenfalls hier als tief und sind stabil über das MACD. Also ich möchte es mal so sagen, längerfristig, ein, zwei Monate, könnten sie ein wenig fallen. Kurzfristig sind die neutral bis leicht positiv. Also ein bisschen besser als die E.ON, so möchte ich es mal formulieren. Und da habe ich diese Scheine hier genommen. Da gibt es einen 36,5er. Der liegt also unter diesem letzten, Moment, unter diesem letzten Zwischentief. Den möchte ich ja nicht. Man kann es jetzt schon probieren, Teile zu nehmen. Ja. Aber die Position ausfahren würde ich erst machen, wenn wir an der 200-Tage-Linie sind. Das ist die hier, beziehungsweise am unteren Band bei 38,83. Wäre schön, wenn sie nochmal unter die 40 gingen. Das sind hier 36,5er. Ich habe auch einen Put, 45,17 hier oben. Den sehe ich allerdings eher als eine Art Absicherung. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die nennenswert fallen. Ich glaube es einfach nicht. Ja. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Aber das wäre dann der Put, 45,17. Aber wie gesagt, den würde ich erst nehmen, wenn wir irgendwo hier dran drunter sind. Vorher noch nicht. Da bin ich ein bisschen vorsichtig.